In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi, ihr Lieben. Uff, der letzte Vlog ist ja total scheiße geendet. Also, ich musste den so beenden, weil ich total genervt war, weil es so heiß war. Wir haben knapp 40 Grad. Ich war aber heute mit meiner Freundin draußen. Das hat auf jeden Fall gut getan. Dann waren wir gerade mit der Frau in ein paar Läden. Ich habe nämlich für meine Mama Schokoladenöl gekauft und ich habe die dann mitgenommen, weil sie heute den ganzen Tag zu Hause war auch. Und das ist echt schlimm. Es ist so stickig. Ja. Mit meiner Freundin waren wir bei Ernst X Family. Ich wollte euch kurz die Sachen zeigen. So, Moment. Und zwar Ernst X Family hatte gestern und heute 50% auf reduzierte Sachen. Da habe ich einmal dieses Oberteil gekauft für Lina für 3,49. Das müsst ihr dann halt, ne? 50% kommt noch drauf. Dann das für mit den 50% für 3 Euro. Da ist so ein Seepferdchen drauf. Und einmal eins von den Schlümpfen. Und das hat auch 3 Euro gekostet. Am Ende. Genau. Und Lina hat noch so eine kleine Mini-Küche bekommen zum Spielen. Achso, und sie hat noch das bekommen, was sie anhat. Weil ich finde, das ist jetzt zu groß, das 110, 116. Kann sie dann nächstes Jahr auch noch anziehen. Aber ich wusste halt wirklich nicht, was ich ihr nachts anziehen soll. Lange Pyjamas gehen ja gar nicht. Kurze Pyjamas mag sie auch nicht. Dann dachte ich mir dann, hier was Luftiges für 3 Euro. Und sie hat dann noch diese kleine Mini-Küche bekommen. Damit kann sie jetzt hier spielen, weil ich glaube, die Frau ist auch müde. Sie hat ihre Matratze rausgebracht in der Zeit, wo wir gerade duschen waren. Da habe ich gesagt, komm, Lina, dann spielen im Schlafzimmer. Wir müssen noch früh schlafen, weil meine Mama fliegt morgen früh in die Türkei. So scheiße, Mann. Ich kann mich gar nicht verabschieden, aber ich werde morgen mit runtergehen. Ja. Vom Auto gibt es auch noch nichts Neues. Morgen bringen wir das Auto in eine andere Werkstatt, weil der Mann in der Werkstatt jetzt gesagt hat, ich kann das erst in 4 Wochen reparieren, das Auto. Das geht definitiv nicht, ne? Ja, mal schauen. Ich hoffe, wir werden nicht verarscht. Werkstätten vertraue ich hier gar nicht. Ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch und dann gebe ich mir so einen Zwischenstand. So, ihr Lieben, meine Brand Newsbox ist da. Die ist ein bisschen früher gekommen diesen Monat, habe ich das Gefühl. Oh, das ist ja geschmolzen. Das ist keine gute Idee, im Sommer zu verschicken. Hier seht ihr KitKat mit, keine Ahnung, was für ein Geschmack, aber das ist geschmolzen bis zum geht nicht mehr, leider. Warte, Schatz, wir zeigen mal, was hier drin ist. Dann haben wir hier Pesto Rosso von Doro Italia. Das ist eine Soße bestimmt. Gott, Sachen sind so warm. Warte, Schatz. Dann haben wir hier noch eine Pesto. Die Natur deiner Hand weg, Schatz? Ach, Pesto Verde. Ich liebe das hier. Mit Penne. Nein, nein, da hat man Bakiere de Kühe. Und dann wieder Getränke. Dann haben wir einmal Mixery. Warte, willst du das zeigen? Guck mal, wie ein Bauch aussieht. Ja, das kannst du hier hinstellen. Die schöne Mama. So. Dann haben wir hier auch ein Mixery, glaube ich. Das ist mit Tequila. 6%. Und das ist mit Lemon und das mit Tequila. So. Dann. Ich muss das mal kurz. Opa. Wow, oh, meine Lieblingsfrit. Fritt Orange haben wir einmal. Papa. Ja, da ihr trinkt das auch immer, ne? Dann haben wir hier einmal Red Bull mit Cola. Was ist das? Ketchup? Ja, dann einmal Tomatenketchup von Kraft. Was ist das? Das kenne ich doch von. Achso, das ist Sirup. Tree Top Orange Cola Mix. Da muss ich mal gucken, wie man das macht. Dann einmal Porridge. Dann einmal Tonic Water mit Red Bull und hier Protein-Dinger, aber die sind
alle geschmolzen. Das ist echt keine gute Idee, im Sommer sowas zu verschicken. Schade, jetzt ist alles geschmolzen. Ja, das war's auch. Ich räume das jetzt alles auf. Unser Besuch ist übrigens drinnen, also die Frau. Und der Sohn ist mit Albert draußen. So, das räumen wir gleich auf, Lina. Ja. Wir nehmen heute den nächsten Tag. Heute ist Samstag. Und wir waren heute eine Wohnung besichtigen. Jetzt ist unser Besuch weg. Ich ziehe jetzt die Bettwäsche hier ab und schmeiße das dann auch weg. Ja, sonst. Oh, dann fährt die jetzt mit dem Koffer weg in die neue Wohnung, also in die Ferienwohnung. Ja. Jetzt kann ich endlich wieder rumlaufen, wie ich möchte, ey. Es ist so warm in der Wohnung. Lina ist übrigens planschen auf dem Balkon. Jetzt kann sie auch nackt planschen. Vorher musste sie ja ihr Bikini, also ihr Badeanzug immer anziehen, weil ich mag das nicht, wenn ein Kind vor anderem nackt badet. Ich weiß nicht, wie ihr seid. Ja, Schatz! Bidji, Bidji, okay. So, ihr Lieben, ich mache gerade das Badezimmer sauber. Ich habe sehr viel Wäsche gewaschen, die ganze Bettwäsche jetzt, dann die Kissenbezüge. Die Kissen werde ich auch alle waschen. Ja, ich mache gerade das Badezimmer sauber. Hier liegen überall Haare rum. Und ehrlich gesagt, habe ich am Tag wirklich zweimal das Bad sauber gemacht, aber so richtig sauber gemacht. Und ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich jeden Tag, obwohl, wie dann auch, ne? Das ist jetzt auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich jeden Tag zweimal das Badezimmer sauber machen muss. Vor allem bei der Hitze. Ja, ich mache jetzt das Bad sauber. Dann hänge ich die ganze Wäsche auf. Ich mache jetzt das Bad sauber, dann hänge ich die ganze Wäsche auf. Dann muss ich die Küche aufräumen. Und die Badewanne muss ich definitiv komplett sauber machen. Also mit dem Chlorreiniger. Ja. Ich guck mal, ob das ich euch heute ein bisschen mitnehmen kann. Aber ich habe heute nicht viel zu tun. Also ich melde mich gleich bei euch. So, ihr Lieben, ich wollte euch ganz kurz den Brief vorlesen, den der Arzt mir geschickt hat. Wir waren ja beim Genetiker. Ich habe ja ein Video dazu gedreht. Und zwar steht hier drin. Also ich lese jetzt einen Teil vor, das Wichtigste, okay? Und zwar, als Schwester eines Betroffenen ist Frau Said mit einer Wahrscheinlichkeit von 66% stille Überträgerin für die Erkrankung ihres Bruders. Eine solcher Überträgerschaftsstatus bei Herrn Said ist hingegen unwahrscheinlich, da die Krankheit selten ist und die Ratsuchenden nicht miteinander verwandt sind. So, dann steht hier drin, dass man das halt prüfen kann, ob der Papa auch diese DNA hat. Und wenn er das auch hat, dass dann eine Fruchtwasseruntersuchung in Frage kommt. Und dann steht hier, bei nachgewiesener Krankheitsveranlagerung des ungeborenen Kindes würde keine wirksame Behandlung zur Verfügung stehen. Grundsätzlich wäre in einer solchen Situation ein Schwangerschaftsabbruch zulässig. In der 23., 24. Woche. Frau und Herr Said haben nach reiflicher Überlegung auf die angebotenen genetischen diagnostischen Maßnahmen verzichtet. Ihnen war die Auskunft ausreichend, dass das rechnerische Wiederholungsrisiko mutmaßlich gering ist. Und auch wenn das erwartete Kind... Ja, warte. Und auch wenn das erwartete Kind erwiesenermaßen die Veranlagerung zu der Erkrankung von Frau Saids Bruder trüge, käme ein Schwangerschaftsabbruch nicht in Betracht. Also ich finde das krass, ne? Und dann steht hier halt noch... Was ist denn Schatz? Ja, gib Tag. Doma Salasmo. Ja, und hier steht dann noch die Krankheit von Audas Schwester, Rachitis. Aber dazu haben wir ja nicht genug Informationen. Genau, ich wollte das mit euch teilen. Also, manche haben gesagt, sowas gibt's nicht. Spätschwangerschaftsabbruch, doch, das gibt's. Ihr seht,
Das steht im Brief drin. Ich denke nicht, dass der Arzt Lügengeschichten erzählt und ich denke auch nicht, dass ihr euch besser auskennt wie ein Genetiker. Genau. Und ich warte jetzt immer noch auf Amadeusz. Der meinte aber, der ist gleich da, so in 10, 15 Minuten. Das heißt, ich schnauze so lange noch meinen Akku auf. Und Schminken habe ich irgendwie keinen Bock. Ich habe eher Hunger. Ich habe auch nicht richtig gefrühstückt und wir haben schon 18 Uhr, glaube ich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren hier beim Arzt und das war ein spezieller Arzt. Da kommt man nur mit einer Überweisung hin. Ja, ihr wisst das ja mit meinem Bruder, habe ich euch ja eben schon erklärt nochmal mit dem Brief und so. Genau, und meine Ärztin hat gesagt, geh mal zu dem Herren, ich war auch bei Dina dort, und lass mal gucken, ob irgendwas Auffälliges bei dem Kind ist. Also, keine Ahnung, egal was, egal ob das jetzt, Gott bewahre, ein Loch im Herz hat oder, wisst ihr, ist so ein Feindiagnostiker, der guckt halt richtig. Und ja, wir waren dann bei denen und Gott sei Dank ist alles gut, ist nichts Auffälliges, das Herz funktioniert super und alles tippitoppi, Finger sind gerade, also der achtet halt auf alles. Ja, dann wollten wir ein 3D-Foto machen. Aber die kleine Maus hatte Hände und Füße vor dem Gesicht. Das ging schlecht. Ich musste sogar aufstehen und springen, meinte er. Aber hat nichts gebracht. Dann hat er auch noch so geruckelt an meinem Bauch. Hat auch nichts gebracht. Ja, Schatz. Oh, hast du dich eingeklemmt? Genau, deswegen haben wir leider kein Foto. Aber wir haben ein Foto von ihrem Gesicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo meine Mutter passt ist. Weil ich bin gerade am Schauen. Wir wollen vielleicht nach Istanbul fliegen, aber ich will nicht mehr als 1200 Euro ausgeben, ehrlich gesagt. Weil wir suchen nur ein Hotel mit Frühstück. Muss nicht mal sein, einfach nur ein Hotel. Wenn ihr Empfehlungen habt, Leute, dann könnt ihr mir das ruhig schreiben. Das soll auf jeden Fall zentral sein, weil ich will nicht mehr, also ich will nicht wie letztes Mal so die ganze Zeit mit dem Taxi rumfahren. So, ich zeig euch mal die kleine Maus. Moment. Ja, wer ist das? Ja. Buki? Mimi. Ja? Übrigens kann Lina schon den Namen vom Baby aussprechen. Und Leute, versprochen, das Video ist entweder jetzt online oder es kommt jetzt. Das nächste oder übernächste Video ist das mit dem Namen. Tut mir voll leid. Ihr wisst, ich hatte nur Stress in den letzten Tagen. Willst du das Geld? So, und zwar ist das die kleine Maus. Ihr seht, die Nase ist dieselbe wie Linas Nase. Und ja. Genau, die Nase ist die gleiche wie Dinas und ein 3D-Foto wollte der machen, aber ich meinte dann, komm, ist egal, lassen Sie es einfach, wenn sie nicht möchte, möchte sie nicht. Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Genau. Und ich glaube, nicht nächste Woche, übernächste Woche haben wir dann unseren Frauenarzttermin. Ja. Und übermorgen hat Audrey einen Termin beim Orthopäden. Es wird langsam Zeit, der hat nämlich Beinschmerzen. Und ich habe Durst und ich koche jetzt übrigens. Es gibt bei uns Hähnchen mit Dina! Bitte, Schatz. Es gibt bei uns hier, ich habe es heute gekauft, bin mal gespannt, ob das schmeckt. Möhren Erbsenhähnchen mit Reis. Den Reis werde ich jetzt extra machen. Man braucht zwei Möhren, Erbsen, geschnetzeltes Reis und Schmand. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Ich habe Lust drauf, ich mache das jetzt. Sie kennt das zwar nicht, aber das Bild hat sie angesprochen. Ja, ich nehme euch jetzt auf jeden Fall mit. So, ihr Lieben, so sieht das jetzt aus. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt keinen Reis dazu gemacht, ich mache jetzt einfach Nudeln dazu und das besteht aus natürlichen Produkten. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt, echt. Da ist jetzt auch Schmand drin. Was denn? Hi ihr Lieben, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich weiter aufnehme, ob der Vlog neu startet. Ich glaube aber, ich habe gestern gekocht und dann habe ich nicht mehr gefilmt. Auf jeden Fall hat das Essen Lina und Audrey sehr gut geschmeckt, mir hat es nicht so geschmeckt. Ich weiß auch nicht warum. Also Audrey ist nachts nach Hause gekommen und meinte, dass es voll lecker schmeckt. Heute bekommen wir Bescheid wegen dem Auto. Und wir haben uns überlegt, wenn das Auto wirklich einen großen Schaden hat, sodass wir ein neues kaufen müssen, dann wird der
Urlaub gestrichen. Aber wir waren ja dieses Jahr schon, deswegen stört uns das jetzt nicht. Dann werden wir aber auf jeden Fall nächstes Jahr einen fetten Urlaub gönnen. Mit der Kleinen, also zu viert. Ja, jetzt werde ich... Achso, die Matratzen sind übrigens weg. Für die Dame, die rumgeheult hat, warum die Matratzen die ganze Zeit bei uns stehen. Die sind jetzt weg. Die hat sich jetzt total aufgeregt darüber. So, genau. Ich habe gerade auch ein Video hochgeladen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie war es mit dem Besuch, Leute? Es war grauenvoll. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ich habe mir das komplett anders vorgestellt, habe ich euch ja gesagt. Ich habe mich sehr gefreut. Ich dachte, sie ist wie meine Schwiegermama. Also ihr Charakter und so. Aber leider war es nicht so. Daran kann ich jetzt auch nichts ändern. Ich bin jetzt froh, dass wir wieder... Moment. So, Adel und ich sind auf jeden Fall froh, dass wir jetzt wieder unseren Familienalltag haben. Und ich will wirklich nicht aufs Detail eingehen. Ja, meine Wohnung ist jetzt wieder tippitoppi. Ich habe komplett aufgeräumt, sauber gemacht und uns geht's wieder sehr, sehr gut. Jetzt muss ich aber bügeln, weil Adel braucht Klamotten und ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt, weil es so heiß ist. Es ist immer noch heiß. Adel ist gerade im Keller mit Lena und danach kommen die hoch. Und dann wollten wir ein bisschen raus, aber vorher schaut er Sachen bügeln und genau. Mein Wasser nehme ich jetzt mit. Und ich bete natürlich, dass unser Auto nicht so einen großen Schaden hat. Also 700 bis 1000 Euro gehen noch, aber ab 1000, glaube ich, wird er das Auto verkaufen und was Neues holen. Also ich würde es auch so machen, ehrlich gesagt. So, da sind die. Ich melde mich gleich wieder. Wir sind jetzt zu Hause. Wir haben kurz das Paket abgegeben. Also wir wollten ja ein Paket nach Irak schicken. Das haben wir immer noch nicht geschafft, dahin zu schicken. Aber dieses Mal haben wir das. Warte, Schatz. Aber dieses Mal haben wir es endlich geschafft. Ja, wir haben nur 9,95 Euro bezahlt für 10 Kilo. Ist nichts, oder? Also dafür, dass sie das in den Irak schicken. Und ich suche gerade einen Samantha. Eis! Nicht ein Eis. Aber nur ein Stangeis, ja? Warte. Oh, ich will gleich runter. Genau, ich habe gerade mit meiner Mama telefoniert. Und bei denen ist auch alles gut. Willst du erzählen, was du hast? Pass auf. Zeig mal, dass du Aua geworden bist. Aua, Aua, Aua. Oder? So runtergefallen. Da, da, da. Oh. Da. So, du willst ein Eis essen, ne? Ja, Eis. Genau, dann haben wir mit meiner Schwiegermama telefoniert draußen. Wir waren kurz im Park. So. Ja, und sonst gibt es eigentlich nichts. Und Leute, voll viele haben gefragt, warum nennst du die Frau und die Schwiegermutter? Meine Schwiegermama ist ein Engel. Ein Engel. Was? Weil meine Frau ist. Ja, welches willst du? Auch die Kleine? Du möchtest auch die Kleine? Genau, meine Schwiegermama ist ein Engel. Also keiner kann mit meiner Schwiegermutter mithalten. Und meine Schwiegermama nenne ich schon, seitdem ich sie kenne, Daya gern. Also Mama. Genauso wie Audel sie auch nennt. Was willst du? Das ist braun. Ja, Bauch. Das ist orange. Bauch. Braun. Nee, Bauch. Nicht Bauch, das ist ein Bauch. Ja, Bauch. Grün. Grün. Gelb. Hat er eigentlich nicht so Kapatschanschende? Du willst nicht. Weiß.
So, jetzt mache ich auf jeden Fall Mante. Mit dem Schluss drauf. Und ich weiß noch nicht, was ich sonst kochen soll bei dem Wetter. Genau, ihr Lieben. Ja, sonst gibt es eigentlich auch nichts. Wir warten jetzt darauf, dass wir wegen dem Auto immer noch Bescheid kriegen. Der Mann hat immer noch nicht angefangen, aber der wollte um 17 Uhr anrufen, wenn der sich nicht meldet. Und ich hoffe, es ist nicht so teuer. Weil wenn es nicht so teuer ist, dann fliegen wir in den Urlaub. Und ich habe so Lust drauf, bevor das zweite Baby kommt, dass wir nochmal fliegen. Und nächstes Jahr dann natürlich hoffentlich auch. Weil das ist Jackpot, ne? Wenn du den Flug und das Hotel nicht für ein Baby zahlen musst. Ich glaube, ab 1 oder ab 2 muss man ja zahlen, ne? So, jetzt mache ich kurz Mantra und dann melde ich mich. So, ihr Lieben. Oh, er hat mich gerade angerufen. Er hat jetzt Bescheid bekommen wegen dem Auto. Das Auto kostet wohl jetzt 1000 Euro. Plus, minus 50 Euro oder so. Ja, daran ist jetzt aber auch nichts zu ändern. Ob wir den Urlaub trotzdem kriegen, weiß ich nicht. Ich muss mir ausrechnen, ob wir das finanziell noch drin haben. Weil ich will auch jetzt nicht Audit oder so zwingen dazu, ne? Das ist ja verständlich. Er hat auch total Lust drauf, ist ja normal. Aber wir schauen jetzt einfach, wie sich das ergibt. Und machen das, wenn dann spontan. Wie spontan das halt auch geht. Und ja, ist natürlich nicht schlimm, wenn es nicht klappt, ne? Aber ich will uns jetzt wirklich nicht unter Druck setzen, weil man muss schon 1000 bis 1500 Euro mitnehmen. Und ja, dann allein das Hotel kostet um die 700, 800 Euro für 12 Tage. Und weniger lohnt sich auch nicht, ehrlich gesagt. Weil es gibt so viele Sehenswürdigkeiten, da zahle ich lieber 200, 300 Euro drauf. Und hab dann wirklich was von. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ansonsten sparen wir das Geld von dem Urlaub. Wir haben ja schon ein bisschen gespart. Und benutzen das Geld dann für den nächsten Urlaub. Ja, 2019. Wir haben übrigens total spät. Ich weiß, aber Lina hat ja Mittagsschlaf gemacht. Seitdem unser Besuch weg ist, macht Lina wieder Mittagsschlaf. Und Leute, ich habe euch das gar nicht erzählt. Unser Besuch ist ja gegangen. Und ich schwöre es euch, Lina ist am nächsten Tag um... Wie viel Uhr ist sie eingeschlafen? 17 Uhr. Und sie hat durchgeschlafen bis am nächsten Tag. Yay! Dann merkt man, wie fertig sie einfach war. Die Arme. Ja, die hat unseren Besuch auch bedient. Musste sie. Ja, ansonsten muss ich jetzt eigentlich nichts mehr machen. Den Bügeleisen muss ich eigentlich wegräumen. Aber irgendwie habe ich keinen Bock. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt auch. Und hoffentlich sehen wir uns übermorgen wieder. Bis dann. Tschüss.